die Anfragen, die so auf mich einprasseln, die, ja, das ist letztlich, sind es immer bestimmte Kategorien. Und eine Kategorie, zu der möchte ich jetzt mal was sagen. Und das ist die Kategorie von Menschen, die extremste Traumatisierung erfahren haben in ihrer Kindheit, während der Geburt oder sogar pränatal. Was dann passiert ist, sie schreiben mir, was sie alles erlebt haben. Und das ist einfach eine unbeschreibliche Horrorgeschichte. Dann die ganze Therapiehistorie, wie viele Kliniken und Therapien sie ausgesucht haben, welche Methoden sie verwendet haben, bei welchen Lehrern und Heilern und so weiter sie waren, welche Körpersymptome vor allem. Und im Großen und Ganzen, dass nichts geholfen hat und die Lage ist völlig aussichtslos und verzweifelt. So, das ist etwas, was typisch ist. Und das Ganze hat einfach natürlich Gründe. Ja? Wenn je früher die Traumatisierung ist, desto diffuser und ungreifbarer sind die Symptome natürlich. Desto weniger gibt es eine Verbindung sozusagen vom Kognitiven dazu, desto weniger kann ich das einordnen. Das ist dann eher so, dass ich quasi das wie als was Fremdes erlebe. Ja, also dass mein Körper Dinge tut und ich habe da überhaupt keinen Bezug dazu. Das sind sozusagen, das deutet auf sehr frühe Traumatisierung hin. Je später das passiert, die Verzerrung, desto mehr kann ich das einsortieren, desto mehr habe ich einen Bezug dazu. Das hat einfach was mit der Entwicklung vom Nervensystem zu tun. Und je früher das ist, desto aussichtsloser erscheint das Ganze und desto extremere Sachen werden probiert und desto mehr. Und das ist teilweise nicht zu glauben, was für einen Weg die Menschen dahinter sich haben. Und dann ist die Frage, ich bin völlig verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, ich habe alles gemacht. Was soll ich tun? Komplexe posttraumatische Belastungsstörung, was auch immer, das werden dann Diagnosen genannt. Und ja, und dann kommen die Botschaften von den Ärzten und Therapeuten und die Diagnosen und so. Und das ist alles ein Wahnsinn. Und das Ding ist dieses Ganze, ich möchte mit diesem Ding als Ganzes aufräumen. Ja? Und das Ding als Ganzes heißt, die Horrorgeschichte, die ich im Geist habe und die ich aufschreiben kann, ja? Und die Symptome, die unerträglich sind, die ich nicht gelöst bekomme, und die ganzen Heilungsversuche, die ich gemacht habe. So, diese drei Komponenten. Damit müssen wir insgesamt aufräumen. Das müssen wir insgesamt hinter uns lassen. Weil das bedingt sich gegenseitig. Das ist wie so ein Geflecht, in dem ich mich dann bewege und überhaupt nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme. Meine Erfahrung ist meine persönliche Erfahrung. Und ich kann das zeigen. Jeder Mensch, der traumatisiert ist, egal wie früh, hat eine Entsprechung im Beziehungskontext. Das heißt, jeder Mensch, egal wie, wann und in welchem Ausmaß er traumatisiert ist, und das ist ja letztlich eine Körpersache, hat aber eine Entsprechung dazu im Beziehungskontext, im Bindungskontext. Und das ist immer etwas, was trennt. Das heißt, diese Menschen halten eine Trennung zu den Mitmenschen aufrecht. Und das muss das System auch machen, weil sonst zu viel Material hochgespült wird. Das ist ein Schutz. Es ist also nicht nur ein körperlicher Schutz, ja, also das spiegelt sich auf Körperebene wieder natürlich mit Symptomen und Muskelverspannung und so weiter, aber eben auch immer im Beziehungskontext. Und das, was ich ja sage, ist, dass es zwei Einstiegstürchen oder zwei Komponenten gibt der Traumaheilung. Das ist eben der Körperaspekt, das autonome Nervensystem und der Bindungskontext. Letztlich ist es egal, wo man einsteigt, letztlich. Aber was ich einfach sagen möchte, um diese ganze Komplexität daraus zu nehmen, weil das ist nichts Komplexes. Was da aktiv ist, ist ein Trennungsvorgang. Und das Einzige, was ich zu tun habe, ist zu erkennen, wie sich jemand trennt, wie macht er das eigentlich. Und es kann sehr subtil und sehr verwirrend sein, ja, aber man findet es raus, man nimmt es wahr und das ist das, worum es geht, das zu klären und dann dem Menschen zu verhelfen, in einen echten Kontakt zu kommen. Dann erreiche ich auch die tiefsten Körperebenen, früher oder später. Wenn die Beziehungs- und Bindungsebene geklärt ist, dann ist automatisch auch die Körperebene geklärt. Das geht nicht unabhängig voneinander und auch in die andere Richtung. Wenn ich die Körperebene sozusagen, wenn ich darüber einsteige, dann wirkt sich das auch auf die Bindungsebene aus.
Aber damit kommen wir von diesen wilden Vorstellungen weg, dass Heilung was Kompliziertes ist, dass wir dazu besondere Sachen brauchen. Nein, wir brauchen nicht besondere Sachen, wir brauchen nur uns, indem wir uns ehrlich verbinden. Und jemand, der eben da hängt, der weiß nicht, wie er das machen soll, weil er das nicht kennt. Das muss eben dann von außen meinetwegen ein Spezialist machen, der an dem Schutzsystem vorbei manövrieren kann. Aber vom Prinzip ist das was Einfaches. Das ist was sehr Einfaches. Und das ist deswegen so, weil eine echte Verbindung zu Menschen, das für die Biologie das Sicherste ist, was es gibt. Und Sicherheit bedeutet, das System kann sich entspannen und kann dann endlich die Selbstheilungs- und Regenerationskräfte hochfahren. Es wird sich hüten, das zu tun, solange es glaubt, es ist immer noch Gefahr. Also die ganzen Menschen, die unter schweren Symptomen leiden, ja, es ist wirklich das Einzige, was da fehlt, ist die Verbindung zu Menschen. Und es ist einfach eine Art Falle, immer wieder da reinzugucken nach besonderen Lösungen und speziellen Therapien und das Gefühl zu haben, es hilft nichts. Das lässt sich auf einen Nenner zurückführen. Und das, behaupte ich, ist bei allen Leiden der Fall, dass die Verbindung fehlt und ich das selber aber nicht sehen kann und nicht selber überwinden kann. Der Witz ist ja, wenn jemand sich verbinden kann, und wir nehmen jetzt mal an, das würde an den Symptomen gar nichts ändern, dann wäre dem trotzdem geholfen, weil in der Verbindung ist ein solches Gefühl von Orientierung, von Dasein dürfen, von Halt, von Stabilität, dass die Dramatik von den Symptomen abnimmt. Die ist dann quasi eher wie so eine Randerscheinung.